Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe in der Index-Sektion der Formationstäter. Heute ist Dienstag, der 29. Januar 2019, und der DAX, naja, noch nicht vorbörslich, eigentlich in der Indikation, denn um 7:46 Minuten im Bereich von 10.215 Punkten, damit im Bereich des Schlusskurses von gestern. Der DAX hat in den letzten 19 Handelstagen 1.000 Punkte gemacht oder 10%. Das ist eine sehr starke Bewegung und unterstreicht, dass im Bereich der 10.000, 10.200 eine wichtige Unterstützungszone sitzt. Gleichzeitig ist es so, wir haben ja hier einen eindeutigen Abwärtstrend, da beißt ja die Maus keinen Faden ab, und deswegen ist die Frage, wo kommen wieder richtig starke Widerstandszonen und wo könnte der DAX wieder eine bärische Bewegung machen? Und wird diese bärische Bewegung nur ein Pullback sein, um dann in der Folge wieder ein höheres Hoch zu machen? Oder wird der Markt nicht nur ein Pullback machen, sondern dann ein tieferes Hoch, um im Anschluss wieder diesen übergeordneten Trend fortzusetzen? Um es euch gleich vorweg zu sagen, die Frage, ob der Markt dann wieder einen übergeordneten Abwärtstrend einsetzen möchte oder aber nur ein höheres Tief macht, um das Ganze wieder fortzusetzen, das kann ich euch gerade gar nicht beantworten. Punkt. Ich kann es euch gar nicht beantworten. Punkt. Ich kann euch nur sagen, dass selbstverständlich der DAX jetzt in Richtung Widerstände läuft. 20-Tage-Linie, 200-Wochen-Linie, die ist erst bei 10.480 Punkten, und diese mittelfristige aufsteigende Linie Unterstützung, 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 was jetzt potenzieller Widerstand ist. Die Frage ist nur, will diese Linie dann auch gebrochen bleiben oder nicht? Kurzfristig haben wir eine unterstützende Linie gehabt. Unterstützung, 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 und die wird dann zum Widerstand. Widerstand, 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 Widerstand. Das sehen wir als potenzielle Widerstandszone im Bereich der 11.360. Wir merken uns, bei 11.300 war ja die 20-Wochen-Linie. Wenn wir uns das Ganze in einer Stunde anschauen, wir haben einen aufwärtsgerichteten Trendkanal. Es ist ein Widerstand, es ist ein Widerstand, es ist ein Widerstand. Da kommen wir nicht mehr ganz ran. Wenn man die Linie runterkopiert, ist Unterstützung nicht ganz ran, Unterstützung, potenzielle Unterstützung. Was machen wir damit? Wir wissen also, ja, hier wartet Widerstand auf uns. Okay, bedeutet, bevor ich hier durchtrade, muss der Markt entweder so mit Zakatumski, so dass ich, dass mir der Mund offen bleibt, so, oh Wahnsinn, ach guck mal, wie der da hochgeschossen ist, muss er da hochlaufen. Und ich würde dann den Rücksetzer traden, denn wenn hier eine Betonwand ist, dann mache ich das als Trader so, dass ich mich da gerne daneben setze und zugucke, wie die Bullen durch diese Betonwand durchlaufen. Wenn sie da durchrennen, sage ich, boah, das sind ja coole Bullen. Mensch, lass die mal wieder zurückkommen, dann will ich auch Bulle sein. Ich sage es ja immer wieder, an der Börse gilt es, feige zu sein. So, jetzt sage ich schon, dass hier eine mögliche Betonwand ist. Warum verkaufen wir denn das nicht direkt? Weil der Markt auch einfach diese sogenannte Betonwand umgehen kann, indem der Markt einfach ein bisschen so läuft, so läuft, so läuft und dann an der Wand vorbei hochläuft. Gibt es auch die Möglichkeit. Deswegen will ich es nicht sofort verkaufen. Folgender Schnack. Alles, was der DAX möglicherweise nochmal nach oben machen würde, läuft also in einen Widerstand hinein. Okay, das, was wir also brauchen, ist, gibt es hier einen möglichen Doppeltop? Okay, wenn es einen Doppeltop gäbe, Bruch der Unterstützung bei 11.200, könnte man ja dann sagen, ja, verkaufen wir auf der Short-Seite. Achtung, 11.000, runde Marke. 2 Einsen, 3 Nullen, psychologische Marke. Ist Unterstützung, fällt durch, ist Widerstand, ach, guck dir das an, geht mit einer offenen Lücke drüber und verteidigt es. Okay, das scheint irgendwie eine starke Unterstützung zu sein. Wir haben diese trendunterstützende Linie bei 11.050, okay, oh, guck mal, die 200-Stunden-Linie, die steigt ja auch und steigt ja jede Stunde um 20, 30 Punkte, das heißt, das könnte ja diese Zone zusätzlich verstärken. Wenn ich nochmal kurz in den Tag hineingehe, ach, guck mal, bei 10.915, steigt die 20-Tage-Linie und wir haben auch noch die 50-Tage-Linie im Bereich von 10.998. Das heißt, hier unten mit der offenen Lücke bis in die 10.900 hinein ist auch eine starke Unterstützung. Was machen wir jetzt daraus?
Entweder der DAX scheitert mit einer massiven und hässlichen Kerze hier durch, macht diese zweite offene Lücke noch zu und kommt dann träge hoch von unten wieder in Richtung 11.100, vielleicht so ein bisschen darüber hinaus. Und dann gibt es die Möglichkeit, aus meiner Sicht dann die nächste Welle zu traden, zum Beispiel an die 61% dieser aufwärtsgerichteten Welle. Oder der DAX bleibt hier im Bereich der 10.900, 11.000 liegen, konsolidiert, und dann können wir aus der Konsolidierung das bärisch shorten. Jetzt hier gerade können andere Experten sich festlegen, dass der Markt steigt oder fällt. Ich warte darauf, dass sich eine Formation bildet. Ich warte darauf, dass ich eine Wahrscheinlichkeit erkenne. Ich warte darauf, damit ich mit einer guten Wahrscheinlichkeit sagen kann, okay, da drüber lege ich meinen Stop. An diesem Widerstand ist der Markt erstmal gescheitert. Ja, ich würde eher auf der Short-Seite etwas präferieren. Allerdings, und da verweise ich herzlich gerne auf unsere Ausgabe vom Wochenende mit all den News, die in dieser Woche auf uns warten, nämlich Zahlen aus den USA, Tech-Giganten, wichtige Banken, Fed-Sitzung, Pressekonferenz, Arbeitslosenzahlen, BIP-Zahlen aus den USA, all das kommt in dieser Woche auf uns zu, und das wird selbstverständlich den Markt mit beeinflussen. Deswegen brauche ich heute keine Entscheidung zu treffen. Wenn Sie sagen, ich will den Chart auch systematisch lesen können, ich will auch systematisch meine Entscheidungen treffen können, ich will meine Zeit nicht darin investieren, dass ich andere Analysten mir angucke, denn das macht mich nicht besser, sondern ich will jeden Tag an mir selbst arbeiten, meine eigenen Charts analysieren und dadurch zu einem Trading-Experten werden, dann lade ich Sie herzlich ein, nehmen Sie uns mit in Ihre Trading-Ecke, nicht nur in einem Seminar, sondern über 6 Monate. Da unterstützen wir Sie nicht nur mit Setups, sondern wir zeigen Ihnen immer wieder unser System, und wir haben bis Ende dieses Monats nur noch 3 Tage. 20% Preisnachlass für das kommende Mentor-Programm, und wir haben noch 1 oder 2 freie Plätze. Dürfen Sie sich herzlich gerne sichern. Freue mich auf Ihre E-Mail. Link finden Sie in der Beschreibung. Plus, bitte fahren Sie nicht nach eines Tages da an. Eines Tages nehme ich auf jeden Fall am Kurs teil. Eines Tages werde ich es in Angriff nehmen, und bis dahin verliere ich immer weiter Geld. Machen Sie es herzlich gerne jetzt und haben Sie einen erfolgreichen Handelstag. Mein Name ist Hamed Esnachari. Haben Sie es. Jetzt verspreche ich mich gerade, lasse ich aber stehen. Haben Sie einen schönen Tag.